Hallo ihr Lieben. So, heute stehe ich nicht alleine in meiner Küche, sondern bei mir ist meine liebe Beraterin Ellen Rückert. Die ist, genau, ist aufgeregt, ne? Hat noch nie einen Film gemacht. Sie sagte schon, ich muss aber nicht reden. Ne? Nein, das mache ich. Die Ellen ist nämlich jetzt seit 3 Tagen hier bei uns, weil ich hatte gestern mit meinem Team Weihnachtsessen und da ist sie extra von Biblis. Biblis ist am Dreiländereck, ne? Extra hingekommen und dann habe ich gesagt, ach, dann lass uns doch heute mal zusammen ein Filmchen machen. Also das heißt, wir werden uns den Ball immer ein bisschen zuwerfen und die Ellen wird jetzt gleich beginnen. Und zwar habe ich mir überlegt, da ich in den letzten Tagen so viel Fleisch gegessen habe und ich werde immer dicker und immer dicker, gibt es heute ein Gemüse-Kartoffel-Auflauf. Und dazu haben wir eine große Schüssel Salat. Und dann, ich weiß, das rettet einen. Ein Tag rettet auch nicht, aber egal, fühlt sich besser an. Gut, ihr Lieben, dann zeigen wir euch mal, was wir vorbereitet haben. Und zwar haben wir hier, ich zeige euch jetzt nicht alle einzelnen Sachen, weil dafür sind das zu viel. Die Ellen wird jetzt aber als erstes mit der feinen Mikroplane-Reibe Parmesan reiben. Und zwar habe ich gesagt, wir testen mal 30 Gramm. Ellen, du weißt, ne? Ellen ist ja selber Pampertief-Beraterin, sie weiß also, wie scharf die sind. Und ich habe jetzt Pause, ich kann euch jetzt voll quatschen. Und die Ellen reibt den. Und dann haben wir schon zurechtgeschnitten Möhren, Zucchini, Paprika, alles in kleinen Stücken. Und dann habe ich Pellkartoffeln gekocht, also Kartoffeln, bei uns heißt das Pellkartoffeln, Kartoffeln mit Schale. Die habe ich gepellt und die werden wir gleich auch in Scheiben hobeln. Und wir haben noch Möhren. Erbsen über, genau von gestern. Und da ich die nicht wegschmeißen möchte, logischerweise, kommen die mit in den Gemüseauflauf. Ja, das ist halt, die reibt so fein, ne? Da hat man natürlich einen riesen Berg. Lass mal gucken, Ellen, ob das reicht. Alles gut, Pi mal Daumen. Ich schreibe auf, wie viel das ist. 26, 34. Nee, da bewegt sich noch. Die Waage bewegt sich noch. Ich glaube, die Ellen hat gut geschätzt. 28 Gramm. Okay, runden wir auf. Also 30 Gramm Parmesan reiben wir gleich in die Soße. Schön, wenn man anderen bei der Arbeit zuschauen kann. So, Ellen, dann übernehme ich deinen Platz. Dann mache ich weiter. Und zwar werde ich jetzt mit dem kleinen Küchenhobel, werde ich meine Pellkartoffeln in Scheiben schneiden. So, den kennt ihr ja, den Küchenhobel, den habe ich ja immer wieder im Einsatz. Und zwar machen wir das auf Stufe 2. Direkt besser mit Fingerschutz, bevor die Finger ab sind. Ihr legt euch die Kartoffel hin, dann pickt ihr die auf, dann hier rein und dann ein bisschen vorsichtig, weil wir ja keine Matsche haben, sondern sollen ja schon noch Scheiben sein. Ich habe die nicht ganz so weich gekocht. Ich gucke mal, ob das funktioniert oder ob ich die besser von Hand schneide. Ne, das geht ja. Man hat immer ein bisschen Stücke dabei, aber das geht. So, das schneide ich kurz auf und dann hole ich euch wieder dazu. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich habe die Kartoffeln so gut es ging aufgeschnitten. Manche brechen halt in Stücke, manchmal hat man auch richtig schöne Scheiben. Aber das wird dem Geschmack keinen Abbruch machen. Das kommt ja gleich geschichtet in die Auflaufform. Jetzt wird die Ellen hier eine Packung Frischkäse, das sind 200 Gramm 0,2% mit Kräutern, 3 Eier, 100 Milliliter Milch, dann ein Teelöffel Gewürz, nicht Fisch, nicht Fleisch. Wenn ihr das nicht habt, alternativ einfach ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika, so Gewürze, die euch gefallen. Und ein bisschen Muskatnuss wird sie jetzt aufschlagen und dann geben wir den Parmesan gleich darunter.
seht mal, es geht auch zu filmen, ohne dass jemand quatscht. Die Ellen sagt kein Wort. Kannst du doch keinen Spaß. Okay. Ich habe ein Wort gesagt. Du hast ein Wort gesagt, okay. Achso. Hast du noch einen Löffel? Ja, hier. Warte, haben wir. Kann man öfter lassen? Nö, ja, so. Dann probieren wir erstmal. Dann noch ein bisschen Muskat. Was? Ja. Dann schlagen wir halt erstmal auf. Vorsicht, dann musst du so genau erstmal so vorsichtig unterschlagen. Sonst schwappt dir das über. Die macht das öfter. Ich probiere schon mal, ob wir da noch was dran an Gewürz dran machen müssen. Kannst du noch einen halben Teelöffel Gewürz dran machen? Okay. Mhm. Und dann kannst du noch einen Teelöffel Schlemmerkräuter packen wir jetzt noch dazu. Wenn du das aufgeschlagen hast, kannst du dann zuletzt den Parmesan einrühren. Das werden wir gleich dann schön über die Gemüse-Kartoffelmasse gießen. Fertig. Okay, wir machen jetzt ein bisschen Platz, weil dann komme ich wieder. So ihr Lieben, ich bin wieder da. Und zwar werde ich jetzt das Gemüse mit Speck und Zwiebeln, also nur ein bisschen geräucherter Kartenschinken, ganz magerer, werde ich in unserer Wokpfanne andünsten. Und zwar werde ich jetzt erstmal Albaöl erhitzen. Wie gesagt, alternativ könnt ihr auch normales Rapsöl nehmen oder Butter oder was ihr so da habt. Ich nehme jetzt mal einen Teelöffel und gucken wir mal, ob das reicht. So. Dann habe ich hier ganze Knoblauch liegen. Die presse ich gleich mit der Knoblauchpresse da rein. Und wie gesagt, dann werden wir das Ganze mal eben ein bisschen andünsten. Den Backofen heize ich übrigens gerade vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und dann werden wir gleich oben drauf noch ein bisschen Mozzarella geben. Wie gesagt, da gibt es eine große Salatschüssel zu und ich glaube, dann wird das ein leckeres Essen. So. Ich will da nicht so viel Fett reingeben. Jetzt gebe ich erstmal den Kartenschinken, der ist ganz mager, 75 Gramm. Ach Ellen, mir fällt gerade was ein, wir haben vergessen, die Zwiebel, die liegt noch hier. Da liegt die rote Zwiebel, die muss noch im Streit, du kannst aber auch sonst eben, wenn du eben die Messerchen hier schneidest. Also die Ellen ist so lieb, die schneidet jetzt die vergessene Zwiebel noch in Ringe. Weil die will ich nämlich mit anbraten. Perfekt. Kannst du mir dann hier reinkriegen. Also ihr seht, auch für sowas ist die Wokpfanne Hammer. Da kommen die ersten Zwiebelringe, die gebe ich jetzt hier mit rein zum Anbraten. Ich
Perfekt. Dann gebe ich jetzt das gewürfelte Gemüse, wie gesagt Möhren, Zucchini, Paprika dazu. Also ich finde, die Ellen, die sollte immer hier hinkommen, weil die räumt gerade alles schön auf und spült. Dann stelle ich dich ein, dann kann ich noch mehr Filme machen. So, und dann presse ich jetzt mit der Knoblauchpresse zwei Knoblauchfrische da rein. Nicht schälen, das wisst ihr. Genau. Mit Schale reingeben. Also mit Schale meine ich natürlich in die Knoblauchpresse und dann habt ihr ja, ups, hier das Stückchen Schale. Ich mach's nochmal einmal kurz die Schale aus. Danke. Knoblauch unverrühren. Das ist das Geniale bei der Wokpfanne. Ihr könnt die wirklich richtig voll machen, weil bis hier oben natürlich die Hitze geht. Da ist auch die Antihaftbeschichtung. Und so kann man es wirklich schön nutzen. So, jetzt geben wir da natürlich auch noch ein bisschen Gewürz dran. Und zwar nehme ich jetzt wieder ein Teelöffel frischen Fleisch. Und noch mal ein paar Kräuter. Der Vorteil ist halt bei den Gewürzen, ihr habt keinen Geschmacksverstärker und ja, einfach lecker. Dann, ich will das ja nur kurz andünsten und jetzt gebe ich noch ein bisschen zum Erwärmen meine, die sind ja fertig gekochten Erbsen, schöne, grüne, leckere Erbsen dazu. Weil da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich hatte gedacht, die Ellen isst mehr Erbsen, aber nein. Ich habe mich nicht getraut. Hast du dich nicht getraut? Ja, gut zu wissen. So, die erwärme ich jetzt kurz mit dem anderen Gemüse. Sieht sehr lecker aus schon. Richtig schön farbenfroh. So, jetzt kann die Pfanne aus. Und zwar werden wir jetzt die ganze Geschichte in unserer großen Ofenhexe schichten. Ich lege mal eben die Teigunterlage drunter, dann rutscht uns nichts weg. So. Ihr müsst ein bisschen zurück, damit ihr auch sehen könnt. So, ihr könnt alles sehen, ne? Genau. Und zwar möchte ich das in der großen Ofenhexe machen. Die brauche ich jetzt auch nicht fetten, weil, wie gesagt, sie bekommt Flüssigkeit dazu und man sieht, die hat eh Patina, das ist kein Problem. Als erstes gebe ich die Kartoffeln unten rein. So, und zwar werde ich das so, ich fange mal damit an, damit ihr wisst, was ich meine. Ich schichte die jetzt hier drin, da ist die Ellen auch schon wieder. Die hat fertig gespült, jetzt darf die mir gleich helfen hier.
Also ich fange erstmal mit den großen Scheiben oder die relativ großen Scheiben an, lege die unten hin und damit belege ich jetzt im Prinzip den Boden und dann kommt gleich das Gemüse da drauf. Also so werden wir das Ganze füllen. Wenn es fertig ist, hole ich euch wieder dazu. So ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den ganzen Boden mit Kartoffeln ausgelegt und die Ellen hilft mir jetzt, hält die Pfanne hoch. Jetzt geben wir da unsere Gemüsemischung drauf. Mal ein bisschen hier rüber, Ellen. Sorry. Ja, nix, alles gut. So, jetzt wieder ein bisschen nach hinten. So, ein bisschen hier hin. Riecht das gut? Riecht gut, ne? Mhm. Knoblauch und Zwiebeln alleine riecht schon Bombe. Vielen Dank. So, jetzt verteilen wir das Gemüse schön hier drauf. Warte. Ja, ich wollte mal. Die Ellen dreht, weil wir brauchen gleich da vorne die Backmatte noch. So, die Ellen wird jetzt noch, Ellen zeigt es mal bitte, unseren Eierschneider. Wir haben mal den Vorteil, das sieht man nicht, dass wir... Da ist sie. Dass man mit unserem Eierschneider, ich nenne den mal eben, nicht nur Eier schneiden kann, sondern der ist auch zum Beispiel wunderbar für Champignons und auch für Mozzarella. Die Ellen wird jetzt noch den Mozzarella in Scheiben schneiden und ich gebe in der Zeit unsere... Genau, müsste eigentlich gehen, sonst teilen wir den. Das können wir dann auch halbieren, wenn er zu groß ist. Und ich gebe jetzt noch die Soße hier drüber. Mit dem Frischkäse und dem Parmesan. War zu groß, ein großes Stück Mozzarella. War zu groß. Da das Essen ist, kommt das alles im Bauch, ist das nicht so schlimm. Wir sind ja hier zum Glück kein 5-Sterne-Restaurant. Wichtig ist, dass uns das nachher schmeckt und dass die Leute Spaß haben. Ne? Warte einmal eben. So, ich schucke jetzt noch einmal an der Form, damit bis unten die Flüssigkeit auch runterrutscht. Dann nehme ich mal, das mache ich auseinander, alles gut. So, die Stückchen, genau, die Ellen verteilt jetzt den schönen Mozzarella da drauf. Also ihr seht, sie hat richtig schöne dünne Scheiben. Das kannst du einmal in die Kamera zeigen. Weil ich finde Mozzarella so gleichmäßig, könnt ihr das sehen, so dünn zu schneiden, das ist mit dem Messer schon echt schwierig, weil er ja so weich ist. Und ja. Da, ich finde, damit geht das super, ne? Geht super, ja. Auch mit Champignons in viele. Perfekt. So, ihr Lieben, schaut mal. So sieht das jetzt aus. Das Ganze kommt jetzt für Pi mal Daumen. Ihr wisst das ja, ich muss ja immer dann probieren. Ich denke mal 30 Minuten in den Backofen aufs untere Rost. Und wenn es fertig ist, holen wir euch wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich habe gerade probiert, ob der Auflauf fertig ist, also gar ist. Ist er und er riecht gut und sieht super aus. Ich drehe euch mal rum. Ja, also Ellen sagt auch, sieht mega aus. Schaut mal. So, wunderbar sieht er jetzt aus. Wie gesagt, wir essen eine große Schüssel, die steht hinter Ellen, die müssen wir nur noch unterrühren. Da vorne in unserem großen Salat, Schüssel, Servierschüssel, machen wir jetzt gleich einen Salat. Den heben wir, haben wir schon leckeres Dressing gemacht und dann lassen wir uns schmecken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, hier mal uns zwei vor der Kamera zu sehen und ihr kocht es mal nach. Ihr wisst, unterm Video, die Infobox öffnen, findet ihr das Rezept, da findet ihr meine Kochgruppen und alle Zutaten und Zapfhahn-Link und was auch immer. Wir stoßen jetzt mit leckerem auch Zapfhahn. Also ihr denkt bestimmt, hat die mit der irgendwas? Nein, ich liebe einfach die Sachen von ihr. Das finde ich auch gut. Schön, dass du da warst, Ellen. Danke, dass du da warst. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Film. Eure Judith und eure Ellen. Tschüss. Tschüss.